Hey, wie ihr sehen könnt, ist die Umsiedlung hier erfolgreich verlaufen. Unser Apis cerana Bienenvolk sitzt jetzt in der Klotzbeute und ich habe ja hier immer noch die Königin gekäfigt. Und jetzt lassen wir die Königin aus ihrem Käfig raus und gucken uns zum ersten Mal hier an, was ja auch wirklich die Ceraner-Bienen jetzt über die Nacht schon gemacht haben. Ab jetzt übrigens muss man vorsichtig sein. Aber ist tatsächlich überhaupt gar kein Problem. Wow, die haben da auch schon ordentlich an ihren Waben gebaut und das hier alles festgemacht. Die Königin ist leider runtergefallen. Da waren die Bienen dann wohl doch zu emsig. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die Königin nicht vielleicht doch eine Sekunde lang sehen können hier auf der Kamera, wenn wir die jetzt freilassen. So, wo ist sie denn? Ne, die Königin ist noch da unten. So, da ist sie, die Apis cerana Königin. Und im Volk ist sie bereits. Ich hoffe, man hat sie auf der Kamera sehen können. Mehr kann ich jetzt aber hier nicht bieten, weil jetzt müssen wir die gleich wieder zumachen. Sonst fühlen die sich zu arg gestört. Die Königin ist ja jetzt frei und wir wollen hier auf gar keinen Fall, dass die Königin mit den Bienen jetzt einen Abmarsch macht. Deswegen machen wir die jetzt hier wieder zu. Und heute Abend hole ich dann die Kiste ab